Servus zusammen. Im heutigen Video dreht sich alles um die Air-to-Air-Fotografie. Ich bin heute am Flugplatz in Gingen an der Brenz. Das ist ganz in der Nähe von Ulm, an so einem kleinen Sportflughafen, Flugplatz. Hier gibt es Segelflugzeuge zu fotografieren. Und auch hier zum Beispiel mein Fotoflugzeug. Das ist ein Ultraleichtflugzeug. Bleibt dabei, das wird super spannend. Wir starten jetzt hier schon mal am Morgen, um ein paar schöne Aufnahmen von dem Fotoflugzeug zu machen. Ich versuche dabei jetzt Sonnensterne mit einzubinden oder Blendensterne und das Flugzeug entsprechend geil darzustellen, weil wir haben noch Zeit. Der eigentliche Flug wird erst heute Abend stattfinden. Und das Flugzeug, was ich heute aus der Luft fotografieren werde, ist eine Piper Cub aus dem Baujahr 1946, glaube ich. Eine alte Maschine, eine alte Propellermaschine. Und es wird richtig cool. Bleibt dabei. Das war so gut, dass wir jetzt hier am Start sind. Und noch ein paar Hintergrundinfos hier zur Fliegergruppe Gingen. Der Verein hier hat 100 aktive Mitglieder und ihr könnt hier Segelflugzeug fliegen lernen, Ultraleichtflugzeug wie das hier hinter mir und auch normal Motorflug. Der Verein hat hier hinten in der Halle im Hangar 16 Flugzeuge. Also wenn man Bock auf Fliegen hat, ist man hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und ich freue mich total, dass mir der Simon heute hier ermöglicht, ein paar gute Fotos zu machen. Und nachher geht es dann wirklich auch in die Luft und dann kommt es drauf an, richtig abzuliefern. Und für die Air-to-Air-Aufnahmen gibt es verschiedene Herausforderungen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Zum einen ist die Kommunikation sehr, sehr wichtig. Deswegen gibt es nachher um 17 Uhr ein Briefing mit den beiden Piloten. Ich fliege selber hier in dem Ultraleichtflugzeug mit einem Fluglehrer. Und die Piper, die von 1946, wird der Erik fliegen. Und in dem Briefing legen wir die Flugroute fest. Wir legen fest, welche Kameraposition, welche Winkel ich aufnehmen möchte. Zweite Riesenherausforderung ist nicht nur die Kommunikation mit den zwei Piloten, also wir sind ja über Funk verbunden, sondern auch der Propeller. Ich habe schon viele Fotos gesehen in der Luft von Flugzeugen und da ist der Propeller so wie jetzt eingefroren. Und das bedeutet eigentlich nur, dass man da eine zu schnelle Belichtungszeit gewählt hat. Also der Shutter Speed hat nicht gepasst. Ich möchte am liebsten den Propeller aufnehmen, so dass man den Kreisel sieht. Und die Chance hat man eigentlich nur, wenn die Sonne von vorne kommt und in den Propeller reinscheint. Und da wird es irgendwie, je nachdem wie schnell wir fliegen, ein Shutter Speed von 1/40 oder 1/60 ungefähr sein. Sowas. Das muss ich dann schön im manuellen Modus ausprobieren. Und vom Objektiv her kann ich nur eins mitnehmen, weil wir bauen nachher die Türen aus. Es wird schön frisch und luftig in dem Flugzeug, weil ich will nicht durch diese Plexiglasscheibe fotografieren. Deswegen ein Objektiv und da entscheide ich mich jetzt mal für das 70-180 von Tamron. Und dann müssen wir auch sehen, wie nah wir überhaupt zusammenfliegen können. Also wir müssen ja Sicherheitsregeln hier auch ein bisschen einhalten. Die Piloten, die müssen einmal das Umfeld im Blick haben. Und sich gegenseitig auch noch. Und ich gebe dann die Kommandos im Flieger, dass ich die richtige Position finde. Und es macht wirklich keinen Sinn, bei so einer Air-to-Air-Fotografie durch die Scheiben hier zu fotografieren. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich hierher komme, um hier Bilder zu machen, baue ich mir die Türen aus. Und es wird mir ermöglicht. Aber das hat dann eben zur Folge, dass hier ein ordentlicher Wind durchbläst. Und deswegen darf auch hier kein Blatt Papier, kein Zeugs einfach hier rumliegen. Es muss einfach safe sein, dass hier nichts wegfliegt.
muss dann echt sehen, wie weit kann ich mich nach rechts rauslehnen. Weil am geilsten ist es eigentlich, wenn man Flugzeuge fotografiert, wenn man irgendwie hinten raus fotografieren kann. Also wenn der Fotograf nach hinten raus guckt, dann hat er die besten Möglichkeiten, Bilder zu machen. Aber wir machen jetzt einfach das, was uns hier mit der Maschine heute möglich ist. Das Flugzeug könnte eigentlich 150 km/h schnell fliegen, aber da die Türen draußen sind, bleiben wir mal bei 120 und das passt dann auch für uns. Die Bilder hier am Boden mache ich immer von einer sehr niedrigen Position und meist aus dem Winkel. Das sieht einfach irgendwie für mich wieder bulliger und schöner aus. So fotografiere ich normalerweise auch Autos, also immer schön schräg. Wenn wir Glück haben, haben wir dann tatsächlich noch schöne Blendensterne mit dem Bild. Und auch bei der Ausrichtung von dem Flugzeug bin ich da ganz penibel, das Flugzeug exakt in die Mitte zu stellen und achte da auch auf Linienführung, weil so eine Lande- oder Startbahn gibt einfach die Linienführung komplett her. Und das macht echt einen riesen Unterschied, einen halben Meter nach links oder rechts stellen. Also mir fällt es auf und da nehmen wir uns jetzt auch Zeit, die Maschine ordentlich zu positionieren. Und vielleicht gelingt es mir, ein paar Perspektiven auch von einem Flugzeug aufzunehmen, die jetzt nicht so üblich oder alltäglich sind. Das ist dann auch ein schöner Hingucker auf der Webseite. So, der Pilot ist gerade gekommen, das ist der Eric. Eric darf die Piper fliegen. Eric, die ist aus dem Jahr 1946. Genau, echt? Also richtiger Oldtimer, ist deutlich älter als ich, ein paar Vielfache. Kleines Motörchen hier drin mit 65 PS, hat genau das Wichtigste, was man braucht und nicht viel mehr. Ist noch ursprüngliches Fliegen, so wie es mal in den Anfängen war. Geil. Was fasziniert dich gerade an der Maschine? Warum fliegst du die so gerne? Weil du erzählt hast, bist ja, du oft unterwegs mit der Piper. Ist im Prinzip alles sehr natürlich, sehr intuitiv, das Ganze zu fliegen. Es ist, wie gesagt, man hat nur das drin, was man auch wirklich braucht. Wir haben hier die Tankanzeige, sehr analog das okay. Ganze. Von daher, es ist einfach geil, cool. Sage ich mal, sehr ursprünglich. Geil, ich freue mich gleich auf den Flug. Wir haben so circa eine halbe Stunde ungefähr in der Luft nachher, um die Air-to-Air-Fotografie zu machen. Super cool, ich freue mich. Dankeschön, Erik, dass du mich heute fliegst. Und ich darf jetzt nochmal in einem Segelflugzeug mitfliegen. Ich hoffe, es gibt ein paar geile Steilkurven. Der Wind ist auf jeden Fall mal da und die Voraussetzungen sind mehr als gut. Weil geht ja, das ist schon dann.
Werbe los, bitte. Achterbahn-Style. Landung 3, 2. Ja, aus Sicherheitsgründen binde ich mir auch die Kamera um, weil der Simon mir vorhin auch erklärt hat, sobald ich aus dem Windschatten bei meiner Maschine rauskomme, wird es mir die Kamera verreißen. Also ich muss im Flugzeug bleiben mit der Kamera und einfach aus Sicherheitsgründen werde ich mir hier diesen Schulterstrap oder diese Leine halt noch umbinden. Ja, das wird spannend. Ich habe auch nur einen Winkel, um aus dem Fotoflugzeug raus zu fotografieren. Rechts nach unten, weil oben drüber sind die Tragflächen und ich versuche im Fotoflugzeug einfach ein paar Meter hier vor der Piper zu sein, um immer schön nach rechts raus zu fotografieren. Also ich bin super, super gespannt und freue mich auch gleich drauf auf den Flug.
So, das war meine Air-to-Air-Fotografie. Kurz die Zusammenfassung, was fand ich schwierig, was war die Herausforderung? Auf jeden Fall, ihr habt es ja im Video gesehen, ich musste komplett verdreht in der Maschine sitzen. Und das war schon eine Challenge, also aus dieser Haltung raus zu fotografieren. Und ich hatte auch nur eigentlich ein oder zwei Winkel, die ich nutzen konnte für diese Aktion. Ich habe sehr viel auf ein 1/80 fotografiert, dass eben der Propeller ganz dreht, dass man ihn gut sieht. Und was könnte man besser machen? Ich finde, man könnte am Hintergrund arbeiten. Das heißt, man müsste mehr Geld in die Hand nehmen, um weiter wegzufliegen, dass man vielleicht mal über einen sehr, sehr großen See fliegt oder in Richtung Berge. Da kommen dann nochmal die besseren Bilder zustande. Außerdem glaube ich, ist es von Vorteil, wenn das Fotoflugzeug die Flügel eher unten hat und nicht über einem, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, sich die Perspektiven auszusuchen. Aber an sich war das eine krasse Erfahrung, da wirklich offen da drin zu sitzen. Es war auch echt arschkalt und es hat auch ganz schön gezogen. Und die Kamera habe ich richtig, richtig festhalten müssen. Hat aber Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr bis jetzt dabei wart. Wenn ihr Fragen habt zu dieser ganzen Aktion, stellt sie unten in den Kommentaren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, wenn ihr den abonniert für weitere Videos. Bye bye, euer Sigi. Heute vom Flugplatz aus Gingen.